Grossen Andrang am Mittwochnachmittag an der Sattler Sommergeschwendistrasse. Das Haus der Brüder Schmiedig wird Ende Monat versteigert. Zuerst hat es eine Besichtigung gegeben. Im Haus selber hat man nicht filmen. Erzählt wird viel im Dorf, wie es hier innen aussieht. Der Markus Schmiedig aber sagt, alles sei besser geworden. Wir haben einen Haufen geräumt und putzt. Ich denke, man sollte jetzt bis dahin, dass die Steigerung ist, mögen putzen, dass einwandfrei in der Ordnung ist, dass man es übergeben kann. Wie es nachher weitergeht, wo er nachher wohnt, das weiss der Markus Schmiedig noch nicht. Würde er und sein Brüder obdachlos, liegt die Schuld bei den Behörden. Dort hat man Schmiedigs nie gerecht behandelt. Also ich würde sagen, so, dass man die Leute einfach nur plagen. Sie lassen dem nicht machen, was man, ja, was man will machen. Und man will ja Bauern, aber sie vergönnen ja alle einem das. Der Wirbel, den es 2009 gegeben hat, wo man die Schmiedigs beim Schafschächten verwünscht hat. Die polizeiliche Räumung im 2010 und das rechtliche Hin und Her wegen dem Tierhalteverbot. Das alles steckt an Markus Schmiedig noch in den Knochen. Dabei, sagt er, will er nur noch eins. Ich bin als Bauernsohn geboren als 80 Kind. Und ja. Ich will auch als Bauer leben und wieder sterben, zuletzt als Bauer.